Das Wichtigste ist, dass du Reue zeigst und nicht die Nerven verlierst. Du weißt, es geht um dein Leben. 3, 2, 1. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, im Namen von Allah mit einer neuen Ausgabe von Freude der Vergebung. Sie sind hergekommen, um ihr möglicherweise zu vergeben. Ja, so ist es. Ich habe ihn geliebt wie ein Vater. Warum hätte ich das tun sollen? Wir hoffen sehr, dass sie auf ihr gesetzliches und religiöses Recht verzichtet, das die Todesstrafe fordert. Die Leute wollen ein fröhliches Programm sehen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Da bin ich weggerannt. Sie wird es nicht tun. Meinen Sie, unter Schock zu stehen, wäre eine Rechtfertigung für Ihr Handeln? Kaum verheiratet. Was hat sie für einen Mutter? Du lügst! Warum tust du das? Warum verhalten Sie sich so? Sie reden, als wären Sie hier die Person, die vergeben soll. Ich denke nicht, dass Mitleid und Mitgefühl hierher gehören. Wenn Sie Ihr Leben ruinieren wollen, ist das Ihre Sache. Aber Sie werden mir nicht meine Sendung ruinieren. Ich möchte selber sprechen, wenn mein Elend für einen Film benutzt wird. Ich habe ihn nicht vorsätzlich getötet. Mein Leben liegt in deinen Händen. Vergib mir, Mona. Verdient Mariam Komichani die Vergebung? Senden Sie uns jetzt Ihre SMS an die Ziffer 3301. Bleiben Sie bei uns.